No. Es Quack und willkommen hier zurück bei The Culling. Wir sind natürlich wieder mit den ganzen Troubletown-Leuten unterwegs. Dazu noch der werte Fisk und der werte To-Do. Und ja, ich habe vor, wirklich wieder einfach so relativ normal zu spielen. Ja? Ohne irgendwelche Specials, ohne sonst irgendwas. Und einfach zu gucken, was passiert. Wir haben noch eine weitere Regelung. Dalu, Kundran und ich dürfen random Kisten-Events wie random Airdrop oder Loot Pinata und so Sachen und auch diese drei Three Great Monty in der Mitte nicht öffnen. Ist verboten für uns, weil wir too strong sind. Aber wir dürfen theoretisch die Person töten, die das Ganze lootet. Ja, von daher können wir doch noch rankommen. Ich hätte ganz gerne noch einen Stein. Ich habe bisher echt noch... Da ist ein Stein. Was? Crafted Knife 7 Funk? 7? Ist nicht euer Ernst. Hoppala, komm jetzt zurück, Taser. Perfekt. Okay, die Bandage immer noch 5. Das ist okay. Das kann ich beleben. Ich will aber keine Bandage, sondern ich will natürlich. Ne? Crafted Satchel. Wer hätte es gedacht, ne? Klar. Dass wir einen Inventarplatz mehr haben. Ah, komm, da fällen wir hier erstmal am Baum. Ja, die kostet noch ganz normal. Wie wir das gewohnt sind. Falls man ein bisschen Unwetter im Hintergrund hört, bitte ich das zu entschuldigen, denn heute gewittert es irgendwie so den ganzen Tag. Gewitter, Regen, so im Wechsel. Ja. Schön balanced. Aber ja, macht man nichts gegen, ne? Muss man einfach das Beste draus machen, ne? Okay, die Kiste können wir nicht öffnen. Hier haben wir nochmal Funk. Mh, ein schön fleischiger Arm. Yummy. Auch nichts drin. Schade. Sehr, sehr schade. Wir recyceln hier einmal. Und dann geht's weiter. Dann geht's weiter. Da unten liegt noch Funk. Das nehmen wir mit. Sehr schön. Und ich muss euch gestehen, ich habe schon so lange nicht mehr richtig serious Culling gespielt, dass ich gar nicht mehr so richtig weiß, was ich jetzt als nächstes machen soll. Also jetzt gerade aktuell. I don't know. Wir werden es sehen. Hier noch Funk sammeln. Noch keiner tot. Finde ich nicht gut. Ich will auf keinen Fall First Blood werden. Oh, da lag Funk. Oh, das lag unterm Boden. Na gut, kann man mal machen, ist okay. Ja. Loot unterm Boden muss man natürlich auch erstmal finden, aber da natürlich durch den Sound doch nicht allzu schwer. Wir gehen einfach mal weiter Richtung Airfield. Oder da haben wir links nochmal Funk, das nehmen wir mit. Oder? Ja. Major Beatdown. Der Sachse wurde durch Tautau getötet. Da wird der Sachse sich freuen. Ja? Hat bestimmt jetzt gesagt, ja geil, gönne ich dem Tautau. Dem tollen Kerl. Falls ihr die wahre Reaktion sehen wollt, ja? Link unten drunter. Einfach mal rüberschauen. Werde ich auch tun. Crafted Hatchet. Achso, ne, Craft Hatchet. Okay. Three Great Monty, genau, das dürfen wir beispielsweise nicht. Demnach lassen wir da auch die Finger von. Aber was könnten wir noch tun? Wir könnten gucken, hier ist normalerweise irgendwo eventuell manchmal eine random grüne, eine grüne Kiste. Weil die Kisten dürfen wir natürlich benutzen, ne? Ist ja klar. Nur halt gerade diese Events. Da vorne ist irgendjemand besser equipped als wir. Zumindest hat er irgendeinen Speer. Könnte ein Tier 3 Speer gewesen sein. Will mich da jetzt nicht drauf festnageln, ja.
Johnny, ran mal hoch, dass wir sehen, falls der Kollege da kommt. Und machen uns hier einen Bogen. Damit wir jetzt noch ein bisschen auf Range gehen können. Hab ich mir mal sagen lassen, ist jetzt gar nicht so verkehrt. Ach, fuck. Voll verrafft, dass wir ja die Alarmgun dabei haben. Den hätten wir ja mal schön so einen Alarmdart anheften können. Hatte ich jetzt echt gar nicht mehr auf dem Schirm. Hier jetzt gerade, wenn Leute in der Nähe sind, nicht unnötig Stamina verballern. Wir laufen hier weiter. Da war auf jeden Fall noch Funk, was wir mitnehmen. Hier ist direkt nochmal Funk. Hat es da gerade schon direkt eine Explosion gegeben? War da jemand direkt in der Mitte für 3 Crate Money? Klang fast so. Das klang fast so. Wir schauen gerade mal hier hinten. Ist da jemand? Nö. Okay. Aber hier ist ein Giftfass. Machen wir auf. Das gibt Points. Oh, hier oben ist eine Kiste. Hatte ich wohl irgendwie übersehen. Oh, das Gift kommt mir jetzt selbst ganz schön nah. Remote Explosive. Wir haben kein Messer mehr. Das ist nicht gut. Wir könnten definitiv die Alarmgun wegwerfen. Könnten wir definitiv. Weiß nur nicht, ob ich das möchte. Was habe ich überhaupt für einen Airdrop? Den Trapper. Ach fuck. Ich hatte noch von meinen Trollversuchen den Trapper Airdrop drin. Bräuchte ich jetzt nicht. Ich könnte einen richtigen gebrauchen. Ich hätte jetzt einen richtigen gebrauchen können. Hier unten ist nochmal Funk. Ich habe hier gerade Schritte gehört noch. Irgendwo waren Schritte gewesen. Ich muss jetzt eine blaue Kiste finden. Hier oben sind auch irgendwo Steps. Irgendwo sind hier Leute. Und das ist nicht gut. Ich brauche eine blaue Kiste, weil ich habe jetzt 100 Points. Und damit kann ich ja, glaube ich, wenn ich da mich recht entsinne, so eine blaue Kiste aufmachen. Das würde ich ganz gerne tun. Weil dann gibt es vielleicht eine gescheite Melee-Waffe und ich muss nicht meine Alarmgun wegwerfen, um mir Crap zu... hier wieder so ein Crap-Knife zu craften. Sondern könnte die Alarmgun wegwerfen oder verkaufen sogar, um eine gute Melee-Waffe zu bekommen. Da liegt gut Stuff rum. Da war eine grüne Crate. Die blaue hier ist tatsächlich noch zu. Das heißt, wir verkaufen hier einmal die Alarmgun. Öffnen hier einmal für 100 Funk. Scheiß die Wand an. Absolut, was wir nicht brauchen. Ah, ist das kacke. Ich mache mir noch einmal Pfeile. Ich brauche unbedingt eine Melee-Waffe. Kann nicht angehen, dass ich keine Melee-Waffe habe. Und wenn es doch wieder nur hier... muss ich verkaufen.
Es hilft nichts. Ich muss mir eine Melee-Waffe craften. Auch wenn es wieder nur das Standardmesser ist. Immer noch besser, als mich dann notgedrungen mit den Fäusten zu wehren. Noch jemand gestorben? Der Manus durch den Kundran und Krabs durch Krenz. Alright. Das heißt, es wird langsam weniger. Ja, das Feld leert sich. Zumindest Schritt für Schritt. Ja, klar, dass hier schon jemand drin war. Da wollte ich auch nicht wirklich rein. Oh, da ist jemand. Wo ist... Ah! No! 2-2. Ja, ich führe. No, 3-3. Ich habe leider echt nicht die besten Karten hier, glaube ich. Haben wir nochmal getroffen? No! Da war den Krenz. Sorry, Krenz. Dann nehmen wir die Ammo. Den Backpack nehmen wir auch kurz. Rüsten wir aus. Oh, und der Krenz hat einen Tomahawk. Das war natürlich sehr nice für uns jetzt. Er war natürlich jetzt hier sehr unglücklich für ihn, dass wir da das C4 hingelegt haben. Das Remote Explosive. Ja, sorry an der Stelle. Okay, den können wir weglegen. Crafted Messer brauchen wir auch nicht. Das war schön. Jetzt müssen wir uns hier einmal voll heilen. Was wir aber problemlos tun können. Und wir haben unseren Orange Juice noch. Ganz wichtig. Orange Juice, der ist sehr nice, dass wir den noch haben. Haben wieder eine Stun Gun. Also hier einen kleinen Taser. Das ist echt nice. Das ist echt nice. Das ist ganz gute Ausgangsposition jetzt. Hat sich gerade schlagartig um einiges verbessert. Aber da mit Pfeil und Bogen haben wir uns nicht viel genommen, ne? Das war Kopf an Kopf, ey. Waren wir gleich auf. Aber auch natürlich hier wieder gerne der Hinweis darauf, wenn ihr sehen wollt, wie Krenz darauf reagiert hat, ja. Hit. Dann schaut natürlich gerne bei ihm auf dem Kanal vorbei. Ja, Link unten zu allen, die hier mitmachen, in der Beschreibung. Und wer auch immer hier gerade wegrennt. Wegrennen finde ich nicht so cool, ja. Würdest du das mal unterlassen, Kollege? Okay, jetzt gehen wir hinterher. Okay. Das ist Fisk. Ah.
Okay, wir müssen hier gerade einmal kurz laufen, ein bisschen. Oh, no, 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 no. Müsst ihr jetzt gleich hier vorne kommen? Oh no! 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 Wir kamen hier nicht raus. Das war das Endgas. Wie bitter. Das war natürlich... Aber ich hab's echt voll spät erst gehört. Fuck. Okay, da haben wir ein bisschen verkackt. Aber schöner Fight mit Fisk. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Schaut natürlich bei den anderen vorbei, um zu sehen, wer gewonnen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein!